Ja, hallo, schönen guten Abend, herzlich willkommen alle. Viele kenne ich noch gar nicht. Ich heiße Niana Chandra, bin eine der Angehörigen des Ordens, der Ordensgemeinschaft, die das Zentrum hier betreibt. Und mir wird es jetzt total helfen zu wissen, so ungefähr zu wem ich spreche, also bei denen, die ich noch nicht kenne. Wer ist denn heute ganz neu hier? Ist hier jemand ganz neu? Okay, schon mit ein bisschen Vorwissen zu Buddhismus oder? Okay, gut, das hilft mir total zu wissen, weil dann weiß ich, wo ich einen erläuternden Satz einflechten muss und wo nicht. Ja, gut, prima. Herzlich willkommen. Ja, wir haben ja öfter mal so öffentliche Vorträge hier am Freitagabend und meistens sind es dann irgendwelche explizit buddhistischen Themen, die wir haben, irgendwie die Lehre von Karma oder die Lehre der vier edlen Wahrheiten oder sowas. Und das Thema, was ich mir ausgesucht habe, ist eigentlich mehr so ein ganz allgemein menschliches Thema, nämlich die Kostbarkeit des menschlichen Lebens. Das heißt, es ist kein an sich buddhistisches Thema, weil Leben tun alle Leute, ob die Buddhisten sind oder nicht, und kostbar ist das so oder so. Aber ich werde natürlich die Reflexionen, die ich zu dem Thema habe, kommen so aus dem buddhistischen Blickwinkel. Ja, so das, und es hat schon auch einen buddhistischen Ansatzpunkt, dieses Thema. Also die fragt euch vielleicht, wie kommt sie auf dieses Thema? Ich komme auf dieses Thema, muss ich ein bisschen ausholen, ein bisschen was dazu sagen, was überhaupt Buddhismus ist. Buddhismus lehrt, das ist jetzt extrem verkürzt, Buddhismus sagt, dass die Situation, in der wir uns befinden, das Leben, wie wir es so normalerweise kennen, nicht, bestenfalls nicht 100% zufriedenstellend ist. Manchmal ist es auch sehr viel weniger, manchmal ist es auch wirklich schmerzhaft und schwierig, aber selbst wenn man glücklich ist, sagt der Buddhismus, hat dieses Leben nicht die Fähigkeit, uns 100% zufriedenzustellen. Ja, das ist eine Behauptung. Wenn ihr mit der nicht einverstanden seid, dann ist Buddhismus nicht für euch. Das Zweite, was Buddhismus sagt, das ist das Positive, ist, Buddhismus sagt, es ist möglich, einen Zustand oder eine Verfassung, eine Geistesverfassung zu erreichen, die wir manchmal Erleuchtung nennen oder Erwachen, in der man rundum völlig in Harmonie mit sich selbst und der Welt ist. Also wirkliches Glück ist erreichbar. Das Dritte ist, dass es einen Weg gibt, der von dem einen Zustand zu dem anderen führt, und das ist, was buddhistische Praxis ist. Das ist, was Buddhismus ist. Buddhismus ist nichts anderes als ein Praxissystem, ein Übungsweg, der einem hilft, von dem Zustand, in dem wir jetzt sind, zu einem Zustand zu kommen, der völlig frei ist von den Begrenzungen, die wir jetzt kennen, den Buddhisten eben Erwachen oder Erleuchtung nennen. Das ist, was Buddhismus ist, ein Praxissystem. Buddhismus ist kein Glaubenssystem, ist kein philosophisches System, sondern ist ein Übungsweg, ein Schulungsweg, ein Trainingsweg. Und wenn man glaubt, dieser Weg der Entfaltung, dieser Übungsweg, der sei so ein gemütlicher Spaziergang, dann muss ich auch gleich sagen, nee, das ist es nicht, jedenfalls nicht immer. Vielleicht gibt es schon mal Strecken, die sind wie ein gemütlicher Spaziergang, aber alles in allem ist es schon eine ziemlich kräftezehrende Unternehmung, buddhistische Praxis. Also ist, sage ich manchmal, nichts für Weicheier. Also, man braucht eine Menge Entschlossenheit. Nach und nach stellt man alles Mögliche auf den Prüfstand in seinem Leben, seine Meinungen, sein Selbstbild, sein Weltbild, seine Gewohnheiten, seine Verhaltensmuster. Also man stellt ganz viel auf den Prüfstand. Man bemüht sich, bestimmte Geistesverfassungen, die nicht hilfreich sind, loszulassen, zu überwinden. Man bemüht sich, andere Geistesverfassungen, die positiv sind, zu entwickeln. Und das alles ist manchmal echt anstrengend. Also wer glaubt, Buddhismus, manchmal wird ja so Buddhismus in den Dunstkreis von Wellness gepackt, das ist ein Irrtum. Damit will ich nicht sagen, dass das alles übel wäre, weil sonst würde ich ja nicht hier stehen und dafür werben. Das wäre ein bisschen absurd, sondern ja, ich habe Freude an meiner Praxis, ich praktiziere gern und sehr oft gibt mir das ja tiefe Befriedigung. Ich möchte nichts anderes, aber es braucht Kraft, es braucht Entschlossenheit. Und es braucht manchmal auch Mut und definitiv eine Menge Ausdauer. Humor ist auch ganz hilfreich. Und deswegen stellt sich die Frage, wenn man sich so auf die Dauer auf so einen Übungsweg begibt, wie bleibt man motiviert? Wie kann man sich motivieren? Ja, ab und zu, am Anfang ist das exotisch, so zu meditieren, ja, so mit gekreuzten Beinen, dann hat man seine kleine Meditationsecke, das ist dann schon sehr spannend und dann da zu meditieren. Aber das nutzt sich ab, so diese Anfängerneugierde nutzt sich ein bisschen ab und dann wird es eben Arbeit. Und wie bleibt man dann motiviert, wenn es vielleicht mal Durststrecken gibt, mal Strecken, wo die Praxis nicht so richtig, ja, wo man nicht sieht, dass es vorangeht oder wo man an irgendeinem Punkt festhakt und nicht den Durchbruch schafft oder nicht sofort schafft. Und die tibetische Tradition hat deswegen vier Reflexionsthemen Übenden vorgeschlagen. Das nennen die vier Grundgedanken.
vier Grundgedanken oder vier Reflexionsthemen, die Übende, buddhistische Übende, möglichst täglich reflektieren sollen. Also bestimmte Gedanken, die wir wirklich möglichst täglich versuchen, in unserem Geist zu halten und die uns helfen, motiviert zu bleiben für spirituelle Praxis. Und diese vier Gedanken sind erstens die Reflexion über die Kostbarkeit des menschlichen Lebens, mein Thema heute. Zweitens Reflexion über Vergänglichkeit. Drittens Reflexion über Karma. Karma, sage ich ein bisschen mehr dazu im Laufe des Vortrags. Und viertens die Reflexion darüber, dass Samsara, also das Leben, wie wir es kennen, nie 100% befriedigend sein kann. Ja, ist auch immer wieder gut, sich daran zu erinnern in der Praxis, weil man denkt ja, wenn man alles richtig macht, dann ist es vielleicht doch befriedigend. Ja, wenn man doch alles richtig macht, dann ist das Leben doch vielleicht einfach rundum perfekt. Aber nein, das ist es nicht. Es ist eine wichtige Reflexion. Und ich werde heute mich einfach nur dieser ersten Reflexion widmen, aber die anderen drei kommen so teilweise auch ein bisschen mit rein, weil die sind ziemlich eng miteinander verbunden. Also hier, da werden die anderen auch mit reinkommen. Okay, also dem buddhistischen Übenden wird empfohlen, über diese Kostbarkeit des menschlichen Lebens zu reflektieren. Und in den tibetischen Schriften wird ziemlich genau beschrieben, wie so eine Reflexion aussehen kann, also was so die Themen, Unterthemen dieser Reflexion sein können. Also weil ja, erstmal kostbare menschliche Existenz ist eine menschliche Existenz, eine Geburt als Mensch. Denken wir ja klar, ist, was soll ich sonst geboren werden? Aber im Buddhismus sind mehrere Welten oder Existenzbereiche bekannt. Vielleicht kennen manche von euch oder viele von euch kennen es sicher, aber vielleicht einige haben es schon mal gesehen, das tibetische Lebensrad. Eine Abbildung, die man findet auf der Wand jedes tibetischen Klosters, aber die ist eigentlich vor Tibet, die kommt eigentlich aus Indien, diese Abbildung. Und die sozusagen die Situation des Menschen darstellt und die Ausgangssituation für spirituelle Praxis. Ein sehr komplexes Bild. Ich habe mich entschieden, es nicht mitzunehmen, damit ich mich nicht verleitet fühle, davon zu viel zu erzählen. Aber in diesem Lebensrad, ja, das Lebensrad wird, ist eine Riesenscheibe, runde Scheibe, die gehalten wird von einem Monster, so einem dämonischen Wesen, dem Dämon der Vergänglichkeit, der dieses Rad fortwährend dreht. Und in dem Rad sind verschiedenste Dinge, aber unter anderem sechs Segmente, die sechs verschiedene Existenzbereiche darstellen. Der eine ist der Existenzbereich der Menschen, das menschliche Bewusstsein, wie wir es kennen. Das andere sind die Tiere, ja, das auch, kennen wir auch. Und dann gibt es aber noch andere Wesen, wie zum Beispiel Höllenwesen, also mythische Höllenwelten oder mythische Götterwelten und verschiedene andere Bereiche. Man kann das mythisch verstehen. Ich denke, für viele Buddhisten der Vergangenheit war das ganz real. Die haben an die Höllen so geglaubt, wie vielleicht Christen im Mittelalter auch an die christlichen Höllen geglaubt haben. Heutzutage westliche Buddhisten verstehen das meistens eher psychologisch, dass diese sechs Welten sind mehr bestimmte Existenzbereiche, in denen wir sein können mit unserem Geist. Ja, wir können höllische Geistesverfassung haben, wenn wir in einem Zustand von akutem psychischem Leid sind. Wir können göttliche Verfassung haben, wenn wir in einem Zustand großen Glücks sind. Wir können auch tierische Verfassung haben, das lasse ich euch jetzt selbst. Könnt ihr euch vorstellen, wie das aussehen könnte? Also so wird es meistens von moderneren Buddhisten verstanden. Das heißt, was die tibetischen Autoren sagen, ist, erstens mal ist diese Existenz so kostbar, weil wir verhindert haben, dass wir als Tiere oder als Höllenwesen oder als Hungergeister was ist das andere? Ich glaube, das sind die drei unteren Welten, dass sie als diese niederen Existenzformen geboren sind. Ja, selbstverständlich diese niederen Existenzformen, ob man jetzt in extremem psychischen Leid ist oder in extremer Gier, wie bei den Hungergeistern, sind nicht hilfreich, weil sie sehr begrenzende Geistesverfassungen sind. Aber die sagen auch, wir haben auch Glück, dass wir Menschen sind, weil wir sind keine Götter, wir sind keine Devas, keine göttlichen Wesen. Denn wenn es einem zu gut geht, sagt der Buddhismus, wenn man in Geistesverfassung ist, wo es einem nur gut geht, wo die Verfassung ganz verfeinert, glücklich, ästhetischer Genuss, dann wird man faul. Ja, wenn es einem zu gut geht, hat man keine Motivation mehr, sich zu verändern und dann wird man bequem. Und deswegen ist die Wiedergeburt in einer Götterwelt, ob man das jetzt wörtlich oder psychologisch versteht, nicht günstig aus buddhistischer Sicht. Aber wenn die Tibeter sprechen von der kostbaren menschlichen Existenz, meinen sie nicht nur ein Leben so mit einem Menschenkörper, so Homo sapiens, sondern sie meinen auch noch, dass andere Facetten, andere Bedingungen zusammenkommen. Und ich nenne die nur ganz kurz, nur eine Zusammenfassung der Bedingungen, die hier genannt werden, ist, dass man intakte Sinnesorgane hat, dass man mit normalen geistigen Kräften geboren wird, also dass man keine Krankheiten hat,
die die Entwicklung behindern oder unmöglich machen. Dass man in einem zentralen Land geboren wird. Zentrales Land heißt, dass man nicht bei den Barbaren geboren wird, wo rohe Sitten herrschen, sondern in einem Land, wo ein gewisses Maß an Kultur und Bildung zugänglich sind. Dass man in einer Zeit geboren wird, wo spirituelle Lehren zugänglich sind, in dem Fall natürlich buddhistische Lehren, aber im weiteren Sinne könnte man sagen, dass man in einer Zeit oder an einem Ort lebt, wo Methoden zur Verfügung stehen, die einer Entwicklung möglich machen. Ja, Methoden persönlicher Entwicklung uns zur Verfügung stehen. Wenn wir an einem Ort oder an einer Zeit leben, wo das nicht möglich ist, wo wir keinerlei Methoden geboten bekommen, dann werden wir uns auch nicht entwickeln können. Und wenn das alles da ist, ist noch eine Facette ganz wichtig, der Mensch muss spirituell empfänglich sein. Ja? Ich kann den tollsten menschlichen Körper haben, den tollsten menschlichen Geist und ja, eine tolle Umgebung mit Menschen, die mich fördern wollen und alle Methoden sind da. Wenn ich kein Interesse habe an spiritueller Entwicklung, wenn ich keine Sehnsucht habe nach Veränderung, nach Wachstum, nach Entfaltung, dann werde ich das nicht tun. Ja, also das ist eine ganz wichtige innere Bedingung für eine wahrhaft menschliche Existenz in diesem Sinne, wie das hier gemeint ist. Ja, und dass all diese Voraussetzungen zusammengekommen sind, wenn die alle da sind, dann sagen die Tibeter, dann sagt die buddhistische Tradition, dass das eine unglaublich seltene und unglaublich kostbare Gelegenheit ist. Also die Geburt eines Menschen mit all diesen positiven Bedingungen ist eine unglaublich kostbare und unglaublich seltene Gelegenheit. Und da gibt es ein schönes Gleichnis, das ich einfach mal vorlese. Angenommen, diese große Erde würde ganz zu Wasser werden. Ja, der ganze Erdball ist bedeckt von Wasser, Riesenozean. Dann würde ein Joch, das von einem Menschen in den Ozean hineingeworfen worden war, durch den Wind in alle Richtungen getrieben werden. Ja, dieses Joch treibt also in diesem unglaublich großen Ozean umher. Selbst in 1000 Jahren würde eine einäugige Schildkröte nicht imstande sein, ihren Hals in das Loch des Joches hineinzustecken. Wie viel schwieriger ist es, eine menschliche Existenz zu erlangen? Ja, so die Wahrscheinlichkeit, dass diese halbblinde Schildkröte, die da in den Riesenweiten des Ozeans schwimmt und die ab und zu mal zum Luftholen nach oben kommt, dass sie ausgerechnet ihren Kopf durch dieses treibende Joch steckt, die Wahrscheinlichkeit ist größer, als dass wir diese kostbare menschliche Existenz erlangen. Also sehr starkes Bild, sehr starke Ausdrucksweise. Das ist also die erste dieser vier Reflexionen, dieser vier Grundgedanken. Ja, die Kostbarkeit, die seltene und Gelegenheit, die Kostbarkeit des menschlichen Lebens, direkt gefolgt von der Reflexion darüber, dass dieses kostbare Leben vergänglich ist. Ja, das ist die nächste Reflexion, über die ich nicht viel sagen werde, aber auch sehr wichtig. Ja, dieses kostbare Leben, ihr dauert nicht ewig. Das Einzige, was wir gewiss wissen, ist, dass wir sterben werden. Das ist das Einzige, was wir sicher wissen. Und gepaart zusammen führen diese beiden Reflexionen zum ganz starken Gefühl von Mensch, du hast diese unglaubliche, kostbare, einzigartige Chance, nutze sie. Ja, das ist so diese Motivationskraft hinter diesen Reflexionen. Nutze diese tolle Chance. Okay, lassen wir mal diese mythologischen Welten beiseite. Die sind vielleicht, für manche finden die vielleicht interessant, andere finden die etwas befremdlich. Wenn wir traditionelle Erklärungen beiseite lassen, was bedeutet das denn für uns? Was heißt das? Was ist so besonders am Menschsein? Was ist daran kostbar oder besonders? Wir können einen Blick auf die Evolution werfen, auf die Entwicklung der Arten. Und wenn wir uns umschauen, wir sind ja nicht die einzige Lebensform auf diesem Planeten, auch wenn man jetzt mythische Welten beiseite lässt. Es gibt viele Tiere, auch höhere Tiere, die durchaus sehr hoch entwickelt sind und die eine Menge an erstaunlichen Fähigkeiten hervorgebracht haben. Ja, wer gerne so Naturdokumentationen sieht, weiß, wie faszinierend die Tierwelt sein kann und wie faszinierend auch das Verhalten von Tieren sein kann, wie komplex, ja, wie Zugvögel das schaffen, den Weg irgendwo hinzufinden, wo sie noch nie waren und trotzdem den Weg finden können, über Wochen und Monate mit Reisezeit. Oder wie ein Biber das schafft, einen Staudamm zu bauen, nach allen Regeln der Statik, genau angepasst auf die speziellen Strömungsverhältnisse des Flusses, auf den Winkel der Strömung, auf die Stärke der Strömung. Ja, wie so ein Architekt. Man denkt, Wahnsinn. Das heißt, ja, Tiere verfügen über fein entwickelte Sinne und auch über Bewusstsein. Ja, wer Haustiere hat, weiß, Tiere haben Bewusstsein, auch hochentwickeltes Bewusstsein. Aber was den Menschen ausmacht, ist, dass er nicht bloß bewusst ist, sondern dass er seiner selbst bewusst ist. Ja, der Mensch
verfügt über die Fähigkeit, sozusagen aus sich herauszutreten und sich selbst anzuschauen, über sich selbst zu reflektieren. Und diese Fähigkeit zur Selbstreflexion nutzen wir alle. Sicherlich nutzen die manche in erheblich höherem Maße als andere. Aber jeder Mensch ist fähig zur Selbstreflexion. Jeder Mensch ist in der Lage, aus sich heraus ein kleines Stückchen herauszutreten und sich selbst anzuschauen. Das heißt, als Menschen handeln wir nicht bloß instinktiv. Wir können nachdenken, wir können über unsere Erfahrungen reflektieren. Wir können Bewertungen treffen, wir können sagen, das finde ich richtig, das finde ich falsch. Und wir sind auch durch diese komplexen Fähigkeiten, aus uns herauszutreten, können wir uns auch in andere hineinversetzen. Wir sind fähig zur Empathie und dadurch auch zum Mitgefühl. Und was ganz besonders wichtig ist, ist, dass wir fähig sind, bewusste Wahl zu treffen. Wir sind fähig, bewusste Entscheidungen zu treffen. Also ganz bewusst uns für eine Handlungsweise zu entscheiden, eine Richtung einzuschlagen. Jetzt ist das ja nicht so, als könnten Tiere keine Entscheidung treffen. Ne? Tiere haben auch die Wahl. Wir hatten einen Hund, lange Zeit, der lebt nicht mehr. Und wenn meine Kinder, die damals noch klein waren, die Haustür offen gelassen haben, was relativ oft vorkam, dann hat der Hund ganz schnell die Wahl getroffen, die Chance lasse ich mir nicht entgehen, und ist getürmt und kam dann wieder nach ein, zwei Stunden. Ja, also er hat die Wahl getroffen. Ja, er hat die Chance gesehen und die Wahl getroffen. Tiere können das. Aber ich bezweifle, dass das eine sehr bewusste Wahl war. Das war wahrscheinlich eine sehr instinktive Wahl. Wahrscheinlich von bestimmten Instinkten nach Freiheit oder so geleitet. Wahrscheinlich auch von Erinnerung. Das hat die letzten Male auch funktioniert. Also wird es jetzt auch funktionieren. Aber ich bezweifle, dass er wirklich erwogen hat, soll ich jetzt türmen oder soll ich nicht türmen? Ja, oder was hat das, wenn ich jetzt türme, für Folgen für die armen Kinder, die da ausgeschimpft werden, weil sie die Tür offen gelassen haben? Ja, also ich bezweifle, dass mein Hund solche Gedanken sich gemacht hat. Er hat nicht verschiedene Handlungsoptionen reflektiert und erwogen, sondern er hat instinktiv gehandelt. Ja, Tür offen, raus. Ja. Und das ist der Unterschied zu uns Menschen. Ich meine, wir treffen auch oft so Entscheidungen wie mein Hund. Seien wir ganz ehrlich, ganz oft treffen wir die genauso. Aber wir haben die Fähigkeit, auch bewusste Wahl zu treffen. Wir haben die Fähigkeit, bewusste Wahl zu treffen, bewusste Entscheidungen zu treffen. Und das ist unser großes Vorrecht als Menschen. Das ist, was uns als Menschen wirklich herausstellt oder besonders macht. Und aus buddhistischer Sicht, mit jeder Entscheidung, die wir treffen, ja, mit jeder Wahl, die wir treffen, ist es, als würden wir so einen Impuls nach draußen schicken, einen Impuls in die Welt hineinschicken, mit der wir die Welt ein Stückchen ändern. Ja, je nachdem, was für eine Art von Impuls das ist, die wir so nach draußen schicken, mit unserem Handeln, mit unseren Entscheidungen, kann es sein, dass wir etwas pflanzen und gedeihen und wachsen lassen, etwas Schönes entstehen lassen. Kann auch sein, dass wir etwas fällen und zerstören. Ja, manche Impulse haben eine zerstörerische Kraft, manche Impulse haben eine nährende, wachsenlassende Kraft. Das heißt, wir sind in der Lage, Entscheidungen zu treffen, die Welt dadurch zu gestalten, bewusst zu gestalten. Wir sind aber auch vor allem imstande, uns selbst zu gestalten. Denn Buddhismus sagt auch, dass mit jeder Entscheidung, die wir treffen, jedem Impuls, den wir nach außen schicken, auch eine Rückwirkung auf uns selbst zurückkommt. Das ist die Lehre vom Karma. Wahrscheinlich jeder kennt das Wort schon mal, aber vielleicht hat nicht jeder die richtigen Vorstellungen, was das im Buddhismus bedeutet. Karma im Buddhismus besagt, dass jede unserer bewussten, absichtlichen Handlungen eine Rückwirkung auf uns hat. Und zwar jede unserer Handlungen, jede noch so kleine, unwichtige Handlung. Jedes Ding, was jedes Mal, wenn wir handeln, wenn wir etwas tun, jedes Mal, wenn wir etwas sagen, und sogar jeder Gedanke, den wir fassen. Ja, Gedanken sind auch Handlungen, sind absichtsvolle Taten und haben eine Rückwirkung auf uns selbst. Das ist eine tiefe, wichtige buddhistische Überzeugung. Und die Art der Rückwirkung, die ist nicht zufällig, sondern die ist gesetzmäßig. Das heißt, wenn der Impuls, den ich nach draußen schicke, geprägt ist von Aversion, von Hass oder von Gier, dann ist die Rückwirkung immer eine, die unangenehm ist. Wenn der Impuls, der nach draußen geht, meine Entscheidung geprägt ist von der Motivation von Liebe, Großzügigkeit, dann ist die Rückwirkung eine positive. Ja, ganz wichtige Gesetzmäßigkeit, mit der man im spirituellen Leben als Buddhist ganz bewusst arbeitet. Das heißt, in all diesen Welten, ja, bei den Tieren, bei den Menschen und wenn es diese anderen Welten, diese mythologischen gibt da auch, überall gibt es Wandel. Ja, Wandel ist überall da. Dinge verändern sich. Eine andere Grundwahrheit. Alles ist ständig in Veränderung.
Aber in der Menschenwelt gibt es nicht nur Wandel, sondern es gibt die Möglichkeit zur Entwicklung, weil eben Entscheidungen, wir bewusste Entscheidungen treffen können, wir darum den Wandel nicht dem Zufall überlassen brauchen, sondern gerichtet Wandel initiieren können. Ja, wir können unserem Leben ganz bewusst eine Richtung geben, wir können beabsichtigt Wandel in die Wege leiten. Vielleicht noch ein Kommentar zu diesem Schildkrötengleichnis, ja, dieses Leben als diese kostbare Chance. Diese unglaublich seltene Chance, wenn man weiß, dass wir so ungefähr 7,5 Milliarden Menschen auf dem Globus sind, denkt man, so ganz selten ist das ja nicht mit dem Menschenleben. Ich verstehe das eher als eine Einladung zum Staunen, ja, nicht als eine faktische Aussage, dass es schwer ist, irgendwie als Homo sapiens geboren zu werden, sondern eine Einladung zum Staunen. Ja. Es gibt so viele Lebens- und Bewusstseinsformen. Was für komplexe Bedingungen haben dazu geführt, dass wir heute hier sitzen, wie wir hier sitzen, oder in meinem Fall stehen? Ja, von komplexeste und vielfältigste Bedingungen, von der Beschaffenheit unseres Sonnensystems zu den chemischen Eigenschaften von Sauerstoff, zu irgendwelchen Wechselfällen der Evolution, bis zu Entwicklungen in unserer Menschheitsgeschichte, bis zu meiner Herkunftsfamilie. So viele Bedingungen, die geführt haben dazu, dass ich heute hier stehe, dass ihr heute hier sitzt und wach seid und da seid und denken könnt und Interesse habt an Entwicklung, sonst wärt ihr wohl kaum hier. Ja, und dieses Staunen darüber. Wow, all diese Bedingungen haben dazu geführt, dass ich diese Chance habe, die ich jetzt habe. Und wir haben heute nicht nur eine gute Ausgangssituation, weil wir dieses spezifisch menschliche Bewusstsein haben, sondern wir haben auch äußerlich unglaublich positive Bedingungen noch. Also wenn wir hier heute leben in Europa zu dieser Zeit, würde ich sagen, es ist eine Zeit von großem Wohlstand, von wirklich ziemlich großer Sicherheit und weitgehender Freiheit. Und sowas das nehmen wir als selbstverständlich, weil die meisten von uns es auch gar nicht anders kennen. Aber es ist sehr selten, wenn man so sich die Menschheitsgeschichte anguckt, so eine Phase, wie wir sie jetzt haben, richtig, richtig selten. Ja, 70 Jahre Frieden, über 70 Jahre Frieden in Europa. Ich weiß nicht, ob es das überhaupt jemals vorher schon in der Geschichte gab, ich bezweifle es. Ja, ich denke, wenn, natürlich ist nicht alles perfekt, ja, unsere Demokratie ist nicht demokratisch genug, ja, unser Wohlstand ist zwar toll, aber er ist unglaublich ungerecht verteilt, all das weiß ich. Und trotzdem, glaube ich, werden wir aus einer Zukunft irgendwie zurückschauen in diese Zeit, werden wir das wahrscheinlich als eine Art goldenes Zeitalter betrachten. Also wir haben die Freiheit und den Wohlstand, dass wir den Luxus haben, hier sitzen zu können an einem Freitagabend und uns mit Themen der Entwicklung zu befassen, statt irgendwie uns zu Tode zu schuften, um überhaupt irgendwie zu überleben. Also wir haben diese Freiheit. Okay, also das ist eigentlich, worum es geht in dieser Reflexion über dieses kostbare menschliche Leben. Wir haben mit unserer menschlichen Existenz und in den gegenwärtigen äußeren Bedingungen haben wir eine seltene und wunderbare Chance. Es ist wichtig, uns das bewusst zu machen. Uns ist vor allem wichtig, sie zu ergreifen, sie zu nutzen. Okay, wenn man solche Reflexionen regelmäßig nährt, regelmäßig im Geist bewegt, immer wieder kontempliert, was für eine Wirkung hätte das in unserem Leben, wenn wir über solche Dinge uns Gedanken machen und das regelmäßig bewusst kontemplieren? Also ich denke, würde zu verschiedenen Sachen führen und ich möchte vier nennen. Also erstmal denke ich Dankbarkeit, das ist etwas, wozu das führen würde, dazu werde ich gleich mehr sagen. Liebe, ich glaube, dass wir viel mehr Liebesfähigkeit entwickeln, wenn wir solche Dinge reflektieren. Wir werden uns unseres eigenen Werts bewusster. Und viertens, wir werden vor die Frage gestellt, wie lebe ich eigentlich? Wenn es so kostbar ist, wie nutze ich die Zeit eigentlich? Ja, und die vier Sachen möchte ich mir anschauen mit euch. Erstmal Dankbarkeit. Ich glaube, Dankbarkeit ist eine ganz natürliche innere Antwort auf solche Reflexionen. Wenn ich darüber reflektiere, dass ich dieses kostbare Leben habe, dass es diese unglaubliche Chance ist, dann wird mir bewusst, wie viele Bedingungen nötig waren, damit ich heute ja dieses kostbare Leben genießen kann. Die buddhistische Tradition fängt immer an, sehr oft bei solchen Reflexionen mit den Eltern. Das ist manchmal heute, finden das Leute ein bisschen unangenehm, weil nicht jeder hat ein gutes Verhältnis zu seinen Eltern. Aber in der buddhistischen Tradition wird eine Wertschätzung für die eigenen Eltern sehr, sehr hoch angesetzt, das sehr wichtig erachtet. Also das Verhältnis zu den eigenen Eltern zu klären, ist sehr wichtig. Und sei es nur, wenn sie vielleicht nicht mehr leben, wenigstens das innere Verhältnis zu klären. Warum sollten wir unseren Eltern dankbar sein? Also vieles wird da gesagt, ne? So,
Wir haben uns das Leben geschenkt. Und selbst wenn wir die grauenhaftesten Eltern haben sollten, die es überhaupt gibt, mindestens das haben sie für uns getan. Ja, wir säßen nicht hier ohne unsere Eltern. Sie haben uns das Leben geschenkt. Unsere Mutter hat uns mindestens 9 Monate getragen, genährt und zur Welt gebracht. Also mindestens dafür können wir dankbar sein. Und in allermeisten Fällen können wir für viel, viel mehr dankbar sein. Unsere Eltern haben uns versorgt, haben uns gepflegt, haben unsere Windeln gewechselt, uns genährt, uns getragen, uns gehalten, uns in den Schlaf gesungen, bei Krankheiten gepflegt, vielleicht aufopferungsvoll, vielleicht unter Ermangelung eigenen Schlafes. Sie haben uns in den allermeisten Fällen auch geliebt. Wahrscheinlich haben sie uns getröstet, wahrscheinlich haben sie uns gelobt. Und auch wenn wir heute das Gefühl haben, was manche Leute haben, dass sie nicht genug geliebt worden sind, vielleicht haben sie uns einfach so geliebt, wie sie es konnten. Wahrscheinlich haben sie uns trotzdem geliebt, auch wenn sie viel Mist gebaut haben. Sie haben uns erzogen, sie haben uns so zu Menschen gemacht. Ja, also nur mit den Chromosomen zur Welt zu kommen, die einen Menschen ausmacht, macht einen noch nicht zum Menschen. Ja, man muss auch noch Mensch werden, durch wie man Sprache lernt, wie man Umgangsformen lernt, wie man lernt, als soziales Wesen zu funktionieren. In der Regel haben wir das auch von unseren Eltern gelernt, zumindest am Anfang. Wahrscheinlich haben sie dafür gesorgt, dass wir uns entwickeln konnten, Bildung erlangen konnten. Und wahrscheinlich haben sie, selbst wenn wir heute meinen, sie waren keine tollen Eltern, wahrscheinlich haben sie viele Unannehmlichkeiten auf sich genommen. Ich glaube, das tun alle Eltern. Von den ersten Nächten, wo man nicht keinen Schlaf kriegt, bis zu ja, finanziellen Bürden, bis zu der ganzen Zeit, die wir sie gekostet haben, die Arbeit, die sie in uns gesteckt haben und wahrscheinlich auch viele Formen von Verzicht, weil sie uns hatten und uns versorgt haben, mussten sie wahrscheinlich auf andere Dinge verzichten. Solche Reflexionen, darüber findet man in der buddhistischen Tradition richtig viel. Also in dem Buch, wo dieses Gleichnis mit der Schildkröte drin war, seitenlang Reflexionen darüber, warum wir unseren Eltern dankbar sein können und sollten. Warum ist das so wichtig mit den Eltern? Vielleicht finden das manche jetzt gerade auch ein bisschen nervig, wenn sie kein so gutes Verhältnis zu ihren Eltern haben. Aber ich glaube, es ist so wichtig, weil die Eltern das fundamentale Verhältnis in unserem Leben sind, oder die fundamentale Beziehung, die erste Beziehung, die wir eingegangen sind als Menschen, war die zu unseren Eltern. Das heißt, irgendwie ist die wie so eine Art Archetyp für spätere Beziehungen, wie eine Art Vorlage für spätere Beziehungen und darum wahrscheinlich sehr wichtig. Aber Dankbarkeit, wenn wir reflektieren über unser Leben, haben wir nicht nur für die Eltern, das ist nur der Anfang. Wir haben für all die Menschen, können wir Dankbarkeit empfinden, die uns dazu beigetragen haben, uns zu formen, dass wir so geworden sind, wie wir sind, die uns unterrichtet haben, unsere Lehrer, die uns vielleicht irgendwie Mentoren für uns waren, die uns Impulse gegeben haben zur richtigen Zeit, die uns gefördert haben. Ja, wer ich heute bin, bin ich nicht alleine geworden. Manchmal denkt man, das habe ich alles allein geschafft, ich musste alles mir erkämpfen, aber wenn wir ganz ehrlich sind und hingucken, haben wir auch Impulse von anderen bekommen, wahrscheinlich sogar ganz viele. Ich hätte die besten Anlagen mitbringen können als Säugling. Wenn ich keine Hilfe bekommen hätte, hätte ich sie nicht freilegen können. Und das gilt für jeden. Ja, nur weil wir Hilfe bekommen haben, konnten wir unsere Anlagen, unsere positiven Anlagen freilegen. So, vielleicht gab es Menschen, die zum richtigen Zeitpunkt uns den richtigen Vorschlag gemacht haben oder einen Tipp oder eine Frage gestellt haben und uns irgendwie so einen Impuls, einen kleinen Stups gegeben haben in eine richtige Richtung. Dann für diejenigen hier, die sich als Buddhisten verstehen, sind wir wahrscheinlich dem Dharma dankbar. Ich bin dem Dharma dankbar, der buddhistischen Lehre. Also für mich ist das eine Landkarte, die ich nutzen kann, um meine persönliche, mein Wachstum, meine Entwicklung bewusst voranzubringen, mein Potenzial bewusst zu entfalten. Ich habe hier Methoden der persönlichen Entwicklung kennengelernt, wie alle haben das, diejenigen, die schon länger kommen, ob das Meditation ist, aber vieles andere auch. Und dafür bin ich dankbar. Wir haben nicht nur diese Lehren bekommen, sondern wenn wir länger kommen, haben wir auch eine Gemeinschaft gefunden, wo Menschen sind. Also nicht nur die Lehren, die man in Büchern liest, sondern da sind echte Menschen, die auch wirklich echt da sind und auch manchmal zur richtigen Zeit das Richtige sagen. Auch dafür kann man dankbar sein. Und ganz allgemein, also wenn man anfängt, über Dankbarkeit mehr zu reflektieren und diese Geisteshaltung von Dankbarkeit mehr zu entwickeln, dann sieht man kein Ende. Ja? Es gibt so viel, wofür ich dankbar sein kann. Die Menschen in meinem Leben, die Beziehungen in meinem Leben, vielleicht die Menschen, mit denen ich zusammenlebe, der Rechtsstaat, in dem der mir eine Grundlage von Freiheit und Sicherheit gibt,
Aber kleine Dinge, ja, die Tasse Kaffee, die man mir morgens kocht, oder die Tatsache, dass meine Dusche warmes Wasser produziert, ja, das ist, denke ich, so selbstverständlich, aber mein Gott, ne, das sind nicht die meisten Menschen auf diesem Globus, die das haben. Einfach die Natur, den Frühling, ja, man kann für so viel dankbar sein. Wenn man anfängt, diese Geistesverfassung zu nähren, ist Dankbarkeit ja wie so eine Lawine, ja, wird immer mehr. Und Dankbarkeit so als eine Grundhaltung hat eine sehr starke Wirkung, wenn man das übt oder das stärkt in sich. Es ist nicht nur eine spirituelle Emotion. Ich bin der Meinung, dass es eine spirituelle Emotion ist, genau wie Metta oder Mitgefühl. Aber es ist auch psychologisch eine unglaublich kraftvolle Emotion mit einer sehr, sehr starken Wirkung. Es gibt dazu Studien. Psychologen erforschen ja alles Mögliche. Und spannend finde ich so diesen ganzen Bereich der Glücksforschung, wo Psychologen erforschen, was macht Menschen glücklich? Oder was trägt so zum psychologischen Wohlbefinden der Menschen bei? Und dann gibt es so Analysen, dann gibt es bestimmte Charaktermerkmale, wo man dann anhand von Fragebögen Menschen einstufen kann, welches Charaktermerkmal stärker oder weniger stark ausgebildet ist. Und was man feststellen kann, ist, dass Dankbarkeit eine ganz wichtige Rolle spielt. Von all den Charakterzügen, die erforscht werden, ist Dankbarkeit einer derjenigen, der die stärkste Beziehung zu psychologischer Gesundheit hat und zu psychologischer Zufriedenheit, zu psychologischem Wohlbefinden. Also eine ganz starke Korrelation zwischen der Fähigkeit, dankbar zu sein und der Fähigkeit, glücklich zu sein. Die Korrelation ist so stark, dass es sogar möglich ist, habe ich gelesen in einer dieser psychologischen Papiere, die ich da gelesen habe, ist, dass man, wenn man das Ausmaß an Dankbarkeit, zu der ein Mensch fähig ist, ermittelt, erlaubt das relativ zutreffende Vorhersagen über die Stärke seines psychologischen Wohlbefindens. Ja, so stark ist die Verbindung. Kurz gesagt, dankbare Menschen sind glücklichere Menschen. Undankbare Menschen sind unglücklichere Menschen. Dazu kann man noch viel mehr sagen, aber ich lasse es dabei jetzt erstmal stehen. Das Zweite, was meines Erachtens passieren wird, wenn man reflektiert über diese kostbare Möglichkeit, dieses kostbare Menschenleben, die wir haben, ist, dass unsere Fähigkeit zur Liebe stärker wird. Die Fähigkeit zur Wertschätzung. Ne, etwas, was kostbar ist, wenn wir uns klar machen, dass etwas kostbar ist, dann machen wir uns auch klar, dass es nicht selbstverständlich ist. Machen uns klar, dass es offensichtlich schützenswert ist. Kostbare Dinge sind schützenswert, sind besonders, sind liebenswert. Und ich merke, je mehr ich mir dessen bewusst bin, dass etwas kostbar ist oder auch, dass mein Leben kostbar ist, führt mich das ganz von selbst, ohne dass ich viel hinzufügen muss. Wenn ich dieses Gewahrsein wachhalte, führt mich das fast ganz von selbst in eine tiefere Wertschätzung. Tiefere Wertschätzung mir selbst gegenüber, dem Leben gegenüber, aber auch anderen gegenüber. Also es löst so eine Art Impuls von Nähren und Schützen aus in mir. Es öffnet die Tür zur Empathie, es öffnet das Herz. Ja, solche Reflexionen wie ich lebe gerne, ich möchte leben und mein Leben ist kostbar. Und jeder von euch empfindet genauso, jeder andere Mensch empfindet genauso. Ja, euer Leben empfindet ihr als kostbar und als wichtig. Und das erlaubt mir, mich empathisch mit euch zu verbinden, mein Herz für euch zu öffnen. Wenn das nicht der Fall ist, wenn mir diese Kostbarkeit nicht bewusst ist, dann, was wir oft machen, wir trotten so durchs Leben, ein bisschen gewohnheitsmäßig, ein bisschen so auf Automatik eingestellt. Wir sind oft in Routinen verfangen, wir nehmen dann oft andere Menschen in der Verfassung auch nur vage wahr. Manchmal passiert das besonders bei Menschen, die uns nahestehen. So kennt man so, wenn man mit Leuten zusammenlebt und jeden Morgen gut geschlafen, ja, aber eigentlich guckt man gar nicht richtig hin, es ist so eine Routine, man sagt das jeden Morgen so, es kommt so wie so ein bisschen automatisch, aber eigentlich hat man gar nicht richtig hingeschaut, man hat gar nicht wirklich Interesse empfunden, es war mehr so eine Floskel, die man so von sich gibt. Die Reflexion, das Gewahren, dass etwas besonders ist und einzigartig und kostbar, ändert meine Haltung sofort. Ich merke das, ich habe so einen kleinen kostbaren Moment in meinem Tag, habe ich letztens bemerkt. Ich komme morgens echt schlecht aus dem Bett. Ja, dass mein Wecker geht und dann kommt er auf Snooze und dann dauert das, bis ich endlich mich aus dem Bett quäle. Und dann, muss ich gestehen, bin ich relativ auf Automatik, torkel ich ins Bad und ja,
waschen und anziehen. Also bis dahin ist das alles noch relativ Automatik und ich muss sagen, mit nicht furchtbar viel Gewahrsein. Und dann ist der Moment, wo ich meinen jüngsten Sohn wecke. Die anderen haben alle schon Wecker, aber mein jüngster noch nicht. Und in dem Moment, wo ich mich über das Kind beuge, was dann noch tief und selig schläft, und bevor ich ihn anspreche und ein bisschen streiche, ein bisschen berühre, dass er wach wird, ist ganz oft so ein Moment, ich würde nicht sagen, dass das immer passiert, aber sehr oft in dem Moment, was dann passiert ist, ich gucke das Kind an und ich merke, das ist was Besonderes. Ja, dieses Kind ist besonders und ich weiß nicht, wie oft ich es noch... Also es ist nicht, dass ich das so denke, ich weiß nicht, wie oft ich meinen Sohn noch wecken werde. Es sind nicht so ausgesprochene Gedanken, aber so eine Haltung von, das ist jetzt einzigartig, diesen Moment, bevor ich ihn wecke und den Moment, wo ich ihn wecke und wie ich ihn wecke, mit welcher Stimme, mit welcher Haltung. Es sind nicht wirklich ausgedachte Gedanken, dafür bin ich noch zu müde, aber eine Haltung von, wow, das ist jetzt gerade ganz was Besonderes. Und dann merke ich in dem Moment, ich mache ihn wach, da ist ganz viel Liebe, ganz viel Zärtlichkeit, ganz viel Zuwendung und in dem Moment bin ich auch wach. Ja, nicht unbedingt völlig ausgeschlafen, aber emotional bin ich da. An dem Moment, das ist der Moment, wo ich emotional aufwache, wo ich merke, ich kriege so eine innere Lebendigkeit, eine innere Beweglichkeit, ja, weil ich wach geworden bin, mein Herz hat sich in dem Moment geöffnet. Die dritte Wirkung, die meines Erachtens passieren kann, wenn man mehr reflektiert über die Kostbarkeit unseres Lebens, ist, dass uns unser eigener Wert bewusster wird. Ja, wenn ich wirklich reflektiere, mein Leben ist eine besondere kostbare Chance, dann heißt das, ich bin kostbar. Ja, ich hier, ich bin kostbar. Und irgendwie, das ist ja schon sowas über die Lippen zu kriegen. Manche können das sagen, aber andere denken gleich, ah, das sagt man so nicht. Ne? Irgendwie, wir haben gelernt, unser Licht unter den Scheffel zu stellen und spiel dich mal nicht so in den Vordergrund und mach dich mal nicht so wichtig. Da haben wir teilweise auch gelernt, sind so verinnerlichte Sätze. Aber ja, wenn das mein Leben kostbar ist, dann heißt das eigentlich implizit, ich bin kostbar. Und oft erleben wir uns als unwichtig. Ich denke, viele Menschen erleben sich irgendwie als unwichtig. Ja, wir sind einer unter Millionen von anderen. Wir sind so ein kleines Rädchen in einem unglaublich komplexen, so einer komplexen Riesenmaschine. Wir erleben uns oft auch als ein bisschen machtlos in diesem Apparat. Ja, wir stehen unter Sachzwängen. Wir erleben uns nicht als frei, nicht als wirksam. Und Reflexion über diese Kostbarkeit unseres Lebens, das heißt über die Kostbarkeit unserer selbst, kann das ändern. Das holt uns aus dieser Haltung von Kleinmut heraus. Es holt uns aus diesem Gefühl heraus, dass wir unwichtig sind. Ja, wirklich, hey, ich habe dieses Leben. Hey, ich bin wichtig. Ja, ich bin wichtig. Ich habe diesen Geist. Ich habe dieses menschliche Bewusstsein. Ich kann wählen. Ich kann bewusst Entscheidungen. Ich kann Einfluss nehmen. Was ich tue, hat Einfluss. Ja, das machen wir uns oft nicht klar, weil die Welt so komplex ist. Aber jede unserer Handlungen hat Einfluss. Nicht nur auf uns, sondern auch auf die Welt. Und für Buddhisten, ne, die Reflexion, wir gehen wir legen noch einen drauf. Ja, wir sind potenzielle Buddhas. Ja, wir sind potenziell, wir haben in uns die Samen von Erleuchtung. Ja, wir sind fähig zu Weisheit und Mitgefühl. Das liegt als Anlage in uns drin. Und ja, es führt kein Weg dran vorbei. Wenn wir Buddhisten sind, müssen wir uns ernst nehmen. Ja, wir können nicht sagen, ja, ich bin potenzieller Buddha, aber ich bin klein und arm und habe keine Ahnung. Also es passt irgendwie nicht so, ne? Wenn ich wirklich meine, ich bin Buddhistin, dann muss ich mich ernst nehmen. Und es ist okay, uns ernst zu nehmen. Es ist okay, uns wichtig zu nehmen. Und wenn wir auf dem spirituellen Pfad sind, ist es sogar absolut unumgänglich, dass wir uns wichtig und ernst nehmen. Natürlich muss man ein bisschen aufpassen. Das ist so eine zweischneidige Sache. Das andere Extrem, in das wir auch gerne mal verfallen, ist, dass wir uns für das Zentrum des Universums halten und denken, die ganze Welt dreht sich um uns, was natürlich auch nicht stimmt. Ja, also muss man ein bisschen aufpassen. Wir sind nicht wichtiger als andere. Andere sind genauso wichtig. Wir sind nicht wichtiger als andere. Wir brauchen nicht eitel zu werden. Es soll nicht eine Einladung sein, so um sich rumzukreisen von, ach, bin ich so toll. Das nicht. Aber in diesem großen Universum sind wir der einzige Teil, auf den wir direkten Einfluss haben. Muss man sich auch mal wirklich klar machen. Der einzige Teil in diesem großen Universum, auf den wir ganz direkten Einfluss haben, sind wir selbst. Wir versuchen es ja immer mit anderen, aber das klappt ja immer nur bedingt. Ja, darin liegt unsere Freiheit, dass wir unser eigenes Leben in die Hand nehmen können. Und manchmal finde ich das echt erschreckend, wenn ich so sehe, wie viele Menschen echt ein schlecht entwickeltes Selbstwertgefühl haben. Wie viele Menschen wirklich schlecht von sich denken oder auch Selbsthass haben. Auch das ist ein Thema, was oft kommt, wenn Menschen anfangen, Metta Bhavana, eine unserer Meditationspraktiken, zu üben. Dass man merkt, da kommt echt Selbsthass oder ja, Selbstabneigung. Manchmal ist das subtil, das muss nicht unbedingt Hass sein, aber so ein, ja, ich mag mich nicht. Wie soll ich mein Leben die Hand nehmen? Wie soll ich mich entwickeln, wenn ich mich nicht wertvoll fühle, wenn ich nicht an mich glaube?
Also Stolz ist eine ganz interessante Sache, weil es gibt die Art von Stolz, die überheblich ist, arrogant. Ich denke, ich bin was Besseres als andere und ich grenze mich ab, indem ich mich für was Besseres halte. Und das ist natürlich überhaupt nicht hilfreich. Und oft ist diese Art von Stolz auch nur ein Überspielen von mangelndem Selbstwertgefühl und von einem, ja, einem Gefühl von Wertlosigkeit. Ganz oft ist das eigentlich wie so ein Übertünchen davon. Aber es gibt auch einen gesunden Stolz, ein gesundes Gefühl von Stolz, im Sinne von einem gesunden, robusten Selbstwertgefühl. Ich bin von meinem eigenen Wert tief überzeugt. Ich halte mich nicht für besser als andere, aber ich bin mit mir im Reinen, ich bin von mir überzeugt. Manchmal nennen wir das auch im Buddhismus Buddha-Stolz. Oder manchmal gibt es diese Formulierung in den traditionellen buddhistischen Schriften von, ja, wir sind Söhne und Töchter des Buddha. Ist nicht jedermanns Geschmack, so eine Formulierung, aber soll das zum Ausdruck bringen, ja, wir sind Söhne und Töchter des Buddha. Wir sind potenzielle Buddhas. Und diese Art von Stolz kann positiv sein. Also, wir haben diese Möglichkeiten, uns zu entwickeln. Wir dürfen uns ernst nehmen. Und das hat übrigens nicht nur eine total positive Wirkung auf uns selbst, wenn man sich selbst ernst nimmt. Es hat auch eine positive Wirkung auf andere. Denn wenn ich vorlebe, ja, ich glaube, das, was ich tue, wichtig ist und zählt. Ich glaube, ich habe eine Wirkung, einen Einfluss. Dann sage ich implizit auch, ich glaube auch, was du tust, ist wichtig. Und ich glaube, dass du auch eine Wirkung, einen Einfluss hast. Und die Erkenntnis, so dass wir diesen Wert haben, dass wir Einfluss haben, kann auch erschreckend sein. Sollte ich vielleicht auch dazu sagen. Das Kleingedruckte. Es kann erschreckend sein, weil natürlich mit diesem Gefühl der eigenen, ich sag mal, Macht oder des eigenen Wertes kommt das Gefühl der eigenen Verantwortung. Denn wenn ich nicht nur das Rädchen im großen Getriebe bin, sondern wenn ich wirklich ein wirksamer Handelnder bin, dann habe ich auch Verantwortung. Und das ist natürlich, ja, für manche vielleicht ein bisschen erschreckend. Okay, die vierte Frage und die letzte. Wenn ich reflektiere über die Kostbarkeit meines Lebens, dann drängt sich natürlich die Frage auf, wie lebe ich? Wie führe ich mein Leben? Wie lebe ich eigentlich? Wie nutze ich sie? Und ich hatte eingangs gesagt, dass das Besondere am Menschsein ist, dass wir bewusst Entscheidungen und Wahl treffen können, dass wir die Wahl haben. Deswegen würde ich gerne damit anfangen, dass wir schauen, wie treffen wir denn die Wahl in unserem Leben? Wie entscheiden wir denn Dinge? Also erstens ist wichtig, überhaupt zu merken, dass wir ganz oft entscheiden. Da kann man sich nämlich eine Menge vormachen. Man kann sich oft gerne einreden, dass unser Leben in bestimmten Bahnen verläuft und dass wir wenig Wahl haben. Ja, Menschen benutzen sehr gerne das Wort muss. Ich muss noch das und das machen, ich muss kochen, ich muss noch einkaufen, ich muss hier arbeiten gehen. Jemand muss ja das Geld verdienen. Also ne, so dieses, ich habe ja keine Wahl. Das ist eine der Geschichten, die wir uns erzählen und die dann uns daran hindert, unser kostbares Leben wirklich in die Hand zu nehmen. Das sind die Geschichten, die wir uns erzählen, wir müssten irgendwas tun. Ich sage ganz gerne von mir, ich muss gar nichts. Ich muss gar nichts. Ich koche oft widerwillig, weil ich Kinder habe, aber nicht, weil ich muss, sondern weil mir noch mehr als kochen ist mir zuwider die Vorstellung, dass meine Kinder kein warmes Essen kriegen. Aber es ist trotzdem meine Wahl, dass ich koche. Ja? Es ist nicht, dass ich das muss. Und ich wähle das. Ich entscheide das, weil ich will, dass meine Kinder eine warme Mahlzeit bekommen. Aber ich muss gar nichts. Finde ich eine ganz hilfreiche Einstellung. Und wir haben nicht nur in großen Sachen die Wahl, wir haben auch in vielen kleinen Dingen die Wahl. Ja? Wir haben die Wahl, wenn eine WhatsApp kommt, will ich die jetzt lesen oder will ich die nicht lesen? Wir haben die Wahl, wenn ich Küchenschrank schon fast am Aufmachen bin, will ich die Süßigkeiten jetzt rausholen oder will ich das nicht? Ja, wir haben die Wahl. Wir haben immer das Gefühl, ab einem gewissen Punkt haben wir keine Wahl mehr, aber wir haben die Wahl. Die Gewohnheiten sind nur sehr stark. Oder jemand sagt eine gereizte, spitze Bemerkung und ich rüste mich sofort zum Gegenschlag, aber ich habe die Wahl. Ich könnte es auch anders machen. Ich kann es auch ignorieren, was anderes sagen. Oder ich habe einen inneren Gedankengang, der da vor sich hin tuckert, aber es ist eine, ob bewusst, weiß ich nicht, ich habe eine Wahl. Ja, ich führe diesen Gedankengang fort oder ich lasse ihn los. Der geht nicht von alleine weiter. Das ist schon eine Wahl, die ich irgendwo treffe, sehr oft unbewusst. Das heißt, wir haben ständig die Wahl. Wir haben ständig Wahlmöglichkeiten. Während wir hier sind, während dieser Stunde, wo wir hier in dem Raum zusammen sind, hat jeder von uns ganz viele Male die Wahl. Ja, die Wahl, ich muss ständig wählen, welche Worte ich wähle, aber ihr wählt, wie ihr mir zuhört. Ob ihr distanziert zuhört oder aufmerksam zuhört, ob ihr irgendwelche Ablenkungen in eurem Geist weiterverfolgt. Ja, das sind die Wahlen, die ihr ständig habt. Genau, und eben auch in den großen Fragen haben wir sehr viel mehr Wahl, als wir manchmal glauben. Ja, wir reden uns oft ein, wir hätten sie nicht, die Wahl.
deswegen, weil wir uns vor den Konsequenzen unserer Wahl scheuen, wenn wir sie treffen würden. Also sehr oft trauen wir uns einfach nicht, Entscheidungen zu treffen, weil wir uns nicht trauen, die Konsequenzen ins Auge zu sehen, nicht weil wir nicht diese Entscheidung treffen könnten. Also sehr oft ist Angst, was uns daran hindert, eine beherzte Wahl, eine beherzte Entscheidung zu treffen. Okay, also der erste Schritt ist zu merken, wir haben die Wahl, vielleicht öfter und mehr als wir denken. Die zweite ist die Frage, wie treffen wir denn Entscheidungen, wenn wir sie treffen? Wie treffen wir denn die Wahl? Meistens ist das extrem simpel. Unangenehmes wollen wir haben. Unangenehmes wollen wir vermeiden und Angenehmes wollen wir haben. Ja, so ganz simpel. Ja, wenn da ein angenehmer Impuls ist, dann greift der Geist, will ich mehr haben. Wenn da ein unangenehmer Impuls ist, dann weichen wir aus, wollen wir nicht haben. Ja, so schnell, dass wir das ganz oft nicht bemerken. Also wenn wir in einem Raum sind mit lauter Menschen, die wir nicht kennen, dann sind manche uns angenehm. Die haben irgendwie so einen Blick oder so einen Humor oder so eine Ausstrahlung, die uns wohliges, sicheres Gefühl gibt und denen wenden wir uns automatisch zu. Und manche, die sind uns unbehaglich, die lösen vielleicht erstmal unbehagliche Gefühle aus, denen gehen wir sofort aus dem Weg. Ja, wir gucken sogar nicht hin, der Blick geht weg. Ja, wir sind so gut im Ausweichen, wir haben das total verinnerlicht. Also ständig entscheiden wir so, ja, nach Lust und Unlust. Ganz primitives Prinzip, nach Lust und Unlust. Und das geht rasend schnell, gewohnheitsmäßig und meistens völlig unreflektiert. Wenn wir uns so von Lust und Unlust leiten lassen, dann sind wir in dem Punkt nicht so fundamental anders als Tiere, als mein Hund mit der offenen Haustür. Ja, die Buddhisten, die unter uns, die schon ein bisschen Vorwissen haben, ihr kennt die Begriffe Vedana und Trishna, die auch im Lebensrat dargestellt sind. Vedana heißt Empfindung, der Moment, wo wir eine Empfindung haben, eine angenehme oder eine unangenehme Empfindung. Und dann springt das rasend schnell über zu dem Greifen. Also wenn es was Angenehmes ist, ist es Gier. Wenn es was Unangenehmes ist, ist es Aversion. Ja, dieser Übergang ist unglaublich schnell und davon ist manchmal die Rede, es sei eine Lücke zwischen diesen beiden. Ja, wir haben die Wahl. Wir können auch, wenn etwas unangenehm ist, es nicht ausweichen. Oder wenn etwas angenehm ist, nicht zugreifen. Ja, aber die Wahl, die merken wir oft nicht, weil es so schnell geht. Ja, leider ist so nach das Lustprinzip ist leider eine ziemlich kurzsichtige Art des Wählens. Denn was momentan in dem Augenblick angenehm ist, muss mittelfristig oder langfristig nicht unbedingt zu unserem Wohl beitragen, zu unserem Glück beitragen. Oft ist es sogar genau das Gegenteil. Oft sind das die Dinge, die uns ganz schnell Vergnügen bereiten, die dann letzten Endes, wo wir einen hohen Preis für bezahlen müssen. Es gibt einen buddhistischen Autor, einen Inder, Shantideva, der auch der Autor unserer siebenfältigen Puja ist, für diejenigen, die kennen, der hat mal gesagt, in seinem Hauptwerk, dem Bodhicaryavatara, sagt er an einer Stelle, indem sie nach Glück greifen, stürzen sich die Wesen ins Unglück. Ja, die Lebewesen stürzen sich ins Unglück dadurch, dass sie Glück suchen, aber auf die falsche Weise. Indem wir blindlings nach Glück greifen, greifen wir oft nach unserem Unglück. Also wenn man wirklich nachhaltiges Glück sucht, so lehrt der Dharma, der Buddhismus, dann darf man sich meistens nicht oder am besten gar nicht von Lust und Unlust leiten lassen, sondern muss weisere Entscheidungen treffen. Einfach ein konkretes Beispiel, damit wir irgendwie was vor Augen haben. Wenn ich zum Beispiel die Neigung habe, Sachen aufzuschieben, ja, ich habe eine unangenehme Sache, eine Rechnung, ich habe keine Lust, die zu bezahlen, ich lege die beiseite. Am nächsten Tag kommt noch eine Rechnung, ich habe keine Lust, die zu bezahlen, ich lege die beiseite. Und dann ist Zeit für die Steuererklärung, schiebe ich beiseite und dann und so weiter, ja. Kennt vielleicht der eine oder andere, ist vielleicht nicht rein theoretisch dieses Beispiel. In dem Moment ist das genau, was ich tue. Ne? Da ist etwas, eine Aufgabe, die mir Unlust bereitet. Und statt sie beherzt anzugehen und aus der Welt zu schaffen, schiebe ich sie weg, ich weiche aus. Und wozu das führt, ist, dass ich dann irgendwann einen Riesenstapel unerledigter Arbeit habe, der mich bedrängt und bedrückt und wahrscheinlich auch nicht glücklich macht. Und ich stärke die Haltung in mir, ich stärke diese Gewohnheit in mir. Wenn ich diese Gewohnheit des Ausweichens vor unangenehmen Tätigkeiten immer und immer wieder ausübe, dann schleift sich das ein. Und es gibt diese schöne Redensart, ja, meine Taten werden zu meinen Gewohnheiten und meine Gewohnheiten prägen meinen Charakter und mein Charakter wird zu meinem Schicksal. Ist keine buddhistische Aussage, aber ist wunderbare kurze Beschreibung vom Prinzip von Karma. Ja, das heißt, Lust und Unlust und sich davon blindlings leiten zu lassen, führt nicht zu Glück, sondern meistens genau das Gegenteil. Das heißt, wenn wir wirklich im höheren Sinne ein menschliches Leben führen wollen, nicht nur als Homo sapiens, sondern wirklich Sapiens, also
dann müssen wir unsere Fähigkeit zur Selbstreflexion auch nutzen, indem wir unsere Entscheidung weiser fällen, indem wir eine andere Art des Wählens entwickeln, indem wir zum Beispiel die Frage stellen, welche Folge hat diese Wahl, die ich jetzt treffen will, für mich und für andere, mittelfristig, langfristig. Welche Tendenz stärke ich in mir, wenn ich das jetzt tue, oder welche Tendenz schwäche ich in mir, wenn ich das jetzt tue? Das heißt, wir müssen lernen, kluge Entscheidungen zu treffen. Im Buddhismus sprechen wir davon, dass wir Ethik, ja, das ist eigentlich nichts anderes als Ethik. Ethik heißt, dass wir lernen, kluge Entscheidungen zu treffen. Klug im Sinne von herzensklug, nicht nur von kopfklug. Mein Eindruck ist, dass wir in der gegenwärtigen Zeit in unwichtigen Bereichen unglaublich viel Wahl haben. Ja, wir haben so viel Wahl. Wir gehen in den Supermarkt und haben 25 verschiedene Sorten Kaffee. Meine Güte. Ich habe es nicht gezählt, aber gefühlt. In der Freizeit, wir haben 1000 verschiedene Möglichkeiten, wie wir unsere Freizeit verbringen können. Und viele davon extrem attraktiv und verführerisch. Wir können sogar unsere Computer personalisieren. Wir können auswählen, welche Form die Maus hat und welche Hintergrundfarbe und welches Startbildschirm. Und ja, wir können so viel wählen. Wir haben so viel Wahl die ganze Zeit. Aber meistens betrifft das sehr triviale Entscheidungen. Und manchmal habe ich das Gefühl, dass diese unglaubliche Wahlfreiheit, die wir haben in so trivialen Sachen, dass sie so eine Art Lähmungswirkung auf uns ausübt. Und die Psychologen sprechen, haben dafür sogar einen Begriff entwickelt, der ist englisch, ich weiß nicht, ob der übersetzt ist, ist Decision Fatigue, also Entscheidungsermüdung. Decision Fatigue. Und das ist ein messbares Nachlassen der Leistung, wenn man viele Entscheidungen vorher treffen muss. Also man kann so einen Versuchsaufbau haben, wo dann der Proband, der muss die ganze Zeit Entscheidungen treffen, ja, ob er jetzt links ankreuzt oder rechts ankreuzt, also ganz simple Entscheidungen, er muss die ganze Zeit Entscheidungen treffen und dann wird ein Leistungstest gemacht und dann gibt es eine Vergleichsgruppe, die eben die Entscheidung vorher nicht treffen muss und den gleichen Leistungstest macht. Man kann wirklich messen, dass die Leistung signifikant nachlässt. Also Entscheidungen treffen kostet Kraft. Das ist wissenschaftlich erwiesen. Entscheidungen treffen kostet Kraft. Ich meine, psychologisch wusste man das eh schon, vor allem bei großen Entscheidungen. Und manchmal denke ich, dass wir so viele mentale und emotionale Energie in triviale Entscheidungen strecken. Ja, also um Gott, ein Sofa zu kaufen, das wird ja ein Staatsakt. Ja, es gibt so viele verschiedene Kriterien beim Kauf eines Sofas. Smartphone, ein Smartphone kaufen, oh Gott, das ist ja eine Wissenschaft. Urlaubsziel auswählen, ja, das muss alles stimmen, Preis-Leistungs-Verhältnis und ja, so viel Energie stecken wir in die Wahl von solchen relativ trivialen Dingen, dass ich manchmal das Gefühl habe, dass uns die Kraft fehlt für Entscheidungen wichtiger Art. Dass uns als Menschen die Kraft fehlt für Entscheidungen grundsätzlicher Art, die unser Leben betreffen. Und das ist echt ein Eindruck, den ich habe, dass Menschen heute nicht mehr so leicht Entscheidungen, sich nicht mehr so leicht für was entscheiden können wie früher. Dass Entscheidungen fällen uns schwerer fällt als vor, ich sag mal, 20, 30 Jahren. Zum Beispiel täglich zu meditieren. Also vor 25 Jahren, oder wann auch immer ich hier angefangen habe, schien das Menschen leichter zu fallen, diese Entscheidung zu treffen, eine tägliche Meditationspraxis aufzunehmen. Heute fällt das vielen Menschen richtig schwer, auch wenn die wirklich wollen. Irgendwie, das fällt ihnen sehr viel schwerer. Also die Frage, die wir uns stellen können, ist, gelingt es mir in meinem Leben, wichtige Entscheidungen zu treffen? Stelle ich mich vor diese wichtigen Entscheidungen oder schiebe ich die immer wieder auf, weil ich keine Zeit, keine Kraft habe? Gerade nicht den emotionalen Raum dafür. Ja, stelle ich mir die wichtigen Fragen, treffe ich die wichtigen Entscheidungen. Und was die Sache erschwert, ist, dass jede Entscheidung für etwas auch eine Entscheidung gegen ganz viele andere Sachen ist. Ja, wenn ich mich entscheide, eine tägliche Meditationspraxis von einer halben Stunde zu haben, dann entscheide ich mich gegen ganz viele Tätigkeiten, die ich ansonsten in einer halben Stunde machen könnte. Und das fällt uns manchmal schwer. Da braucht man den Mut zur Entscheidung und auch die Fähigkeit zu verzichten. Ich denke, eine gute Frage, die man sich von Zeit zu Zeit stellen könnte und stellen sollte, ist, wie würde ich leben, wenn ich noch wüsste, ich hätte noch ein Jahr zu leben? Das ist so eine Kontemplation, die ich regelmäßig mache. Wenn ich noch ein Jahr zu leben hätte, ja, ich gehe jetzt morgen zu einer ganz normalen Vorsorgeuntersuchung und kriege eine Diagnose, ich weiß, ich habe noch ein Jahr. Was würde ich machen? Zum anderen Arzt gehen. Zum anderen Arzt gehen. Wieder die Wahlmöglichkeiten. Ne? Ja. Also was oft passiert, wenn Menschen so Diagnosen bekommen, ist, dass sie merken, dass es ihnen ganz leicht fällt, bestimmte Sachen loszulassen, die sie bis dahin für total unverzichtbar gehalten haben. Und dass andere Sachen, für die sie bisher nie Zeit hatten, plötzlich eine viel höhere Priorität bekommen. Und die Frage ist,
Könnten wir das nicht auch tun, ohne so eine Diagnose zu bekommen? Also so ein Ziel, was ich mir persönlich gesetzt habe, ist, ich versuche immer so zu leben, als könnte ich sagen, wenn ich jetzt morgen so eine Diagnose bekomme, dann mache ich genauso weiter, wie ich jetzt mache. Das ist so zumindest ein Ideal, was ich mir gesetzt habe. Meistens, wenn ich ernsthaft reflektiere, gibt es hier und da so kleine Dinge, wo ich dann doch die Prioritäten anders setze. Und dann im Großen und Ganzen, glaube ich, kann ich das meistens sagen. Okay, wir kommen gleich zum Schluss. Nochmal zurück zu der Frage, wie lebe ich? Wir haben geschaut, wie treffe ich Entscheidungen in meinem Leben? Aber wie lebe ich dann mit den Entscheidungen, die ich getroffen habe? Das ist die nächste Frage. Ja? Wir haben alle irgendwie Berufe gewählt oder auch Lebenssituationen gewählt, mit Kindern, ohne Kindern, wie auch immer. Gelingt es uns jetzt in den von uns mehr oder weniger gewählten Situationen ganz da zu sein, präsent zu sein, lebendig zu sein, bejahend zu sein, emotional engagiert zu sein? Also zum Beispiel so ein heikler Bereich für viele ist die Arbeit. Die meisten Menschen verbringen eine Menge ihrer Lebenszeit mit ihren Berufen, viele Stunden am Tag. Ist das für euch kostbare Lebenszeit? Ich hoffe, ihr könnt alle Ja sagen. Ihr müsst mir das jetzt nicht sagen, aber es ist eine Frage, die man sich selbst stellen kann. Erleben wir das als kostbare Lebenszeit? Oder haben wir das Gefühl, naja, ich gehe arbeiten, aber eigentlich das wahre Leben kommt erst danach, ab Feierabend? Wenn das so wäre, wäre das eigentlich traurig. Es gibt diesen unsäglichen Begriff der Work-Life-Balance. Ich glaube, die Absicht ist ganz positiv. Die Absicht bei diesem Konzept von Work-Life-Balance ist, dass man ein gutes Gleichgewicht zwischen verschiedenen Lebensbereichen hinkriegt. Aber die Vorstellung, man müsste Work, Arbeit und Life, Leben balancieren, setzt natürlich voraus, dass Arbeit kein Leben ist. Das ist wirklich ein furchtbarer Begriff, die Vorstellung, dass meine Arbeitszeit keine Lebenszeit ist. Ich hoffe, dass das bei niemandem der Fall ist. Und wenn es der Fall ist, vielleicht lohnt es sich, darüber nachzudenken und Entscheidungen zu treffen. Entweder die Entscheidung, nach einer anderen Arbeit zu suchen oder dafür zu sorgen, dass wir während dieser Arbeitszeit zum Leben kommen, ja, dass wir da Leben reinbringen. Muss nicht heißen, unbedingt den Job zu wechseln. Ich denke, dass wir in allen Situationen diese Art von lebendiger Wachheit versuchen können reinzutragen. Und das berührt natürlich ein anderes ganz wichtiges buddhistisches Konzept, nämlich Achtsamkeit. Achtsamkeit ist ja ein Begriff, der ist heutzutage in aller Munde, kommt aus dem Buddhismus, aber ist heutzutage allgemein sehr populär geworden. Ganz wichtiges Thema, ganz zentrales Thema im Buddhismus. Und es ist eine Kernpraxis für Buddhisten, ja, zu versuchen, in jeder Situation achtsam zu sein, heißt präsent zu sein, emotional engagiert, wach zu sein, intensiv wahrzunehmen, ja, ganz da zu sein. Ja, aber wenn mein Leben kostbar ist, dann will ich es auch ganz mitkriegen. Ne? Das ist ein bisschen witzlos zu sagen, mein Leben ist kostbar, aber irgendwie kriege ich es nur vage mit, weil irgendwie meistens bin ich irgendwie mit meinen Gedanken woanders. Ja. Aber so oft fahren wir auf Autopilot in unserem Leben. Ja? Wir fahren auf Autopilot mit allen möglichen Sachen. Der Geist ist einfach nicht genau bei dem, was wir gerade tun. Wir können arbeiten und auf Autopilot schalten. Wir können am Steuer, Auto fahren auf Autopilot geht wunderbar und unsere Gedanken sind ganz woanders. Wir können sogar Gespräche auf Autopilot führen. Ja, so diese Alltagsgespräche zu Hause. Wie war es in der Schule? Schöner? Ja, bin gar nicht da. Das ist irgendwie nur auf Autopilot. So Floskeln, die wir dann so von uns geben. Für mich war das so ein ganz wichtiger Moment in meinem Leben. Oder fast ein einschneidender Moment. Da war ich, glaube ich, 16 oder 17. Und da habe ich ein Buch von Erich Fromm gelesen, Die Kunst des Liebens. Und ich kann mich an fast nichts erinnern aus dem Buch, außer an ein Zitat, wo er irgendwie sowas sinngemäß, ich habe es nie nachgelesen, aber in meiner Erinnerung sagt er, ich weiß nicht, ob es stimmt, meine Erinnerung, was er sagt, ist, wenn wir die Momente zusammenzählen würden in unserem Leben, wo wir ganz da sind, ganz präsent sind, dann hätten wir eine Lebensdauer von einem Spatz. Jetzt weiß ich nicht, wie lange Spatzen leben, aber ich vermute nicht länger als 1-2 Jahre. Und ich dachte im Moment, oh, das stimmt. Ja, wenn ich die Momente zusammenzähle, wo ich wirklich ganz da bin, dann sind das nicht 24 Stunden am Tag, auch nicht mein ganzes Wachleben, auch nicht ein kleiner Bruchteil davon. Zur damaligen Zeit hatte ich wirklich das Gefühl, wow, das war echt so ein Moment von, aha. Das heißt, wenn wir unser kostbares Leben wirklich leben wollen, dann sollten wir uns in Achtsamkeit und Präsenz üben. In jeder Situation ist das möglich. Ja, in Interaktion mit anderen Menschen, in unseren täglichen Tätigkeiten, auch in den Routinetätigkeiten können wir präsent und wach sein. Vielleicht lohnt es sich kurz, ein Thema anzusprechen noch. Ganz am Ende ist elektronische Medien zum Thema Achtsamkeit.
Die meisten von uns haben mit elektronischen Medien zu tun, wahrscheinlich sogar alle. Manche von uns müssen das auch beruflich, ja, wir können nicht ohne Computer und ohne E-Mail und sowas, aber viele von uns auch privat. Und manchmal frage ich mich, ob so nicht unser Engagement mit diesen elektronischen Medien uns eine Menge von unserer wirklichen kostbaren Lebenszeit auch klaut, stiehlt. Also die Frage ist, wenn ich in Kommunikation bin über E-Mail, hat das die gleiche Qualität wie im Gespräch? Ich meine, jeder weiß, dass die Antwort nein ist, ne? Aber trotzdem tun wir so viele Sachen in E-Mails, die wir auch in einem persönlichen Gespräch regeln könnten. Und wenn es am Telefon ist, ist es auch elektronisch, aber es ist ein bisschen echter als eine E-Mail. Oder die Zeit, die wir in sozialen Netzwerken verbringen, für diejenigen von uns, die das tun. Natürlich, soziale Netzwerke haben total viel Positives. Es ist möglich, mit viel mehr Menschen in Kontakt zu sein, als es früher war. Es ist viel möglich, viel schneller und viel mehr Informationen auszutauschen als früher, aber es geht schon auch auf Kosten der Qualität. Das heißt wirklich ein bisschen Augenmerk darauf halten, wie viel leben wir in virtuellen Welten und wie viel in der echten, realen Welt. Und wir alle kennen das Phänomen, ne? Wenn man so in digitalen Medienzugang ist im Netz, die Zeit flutscht einem durch die Finger, die Zeit rast. Huch, wo war die letzte Stunde? Es geht so schnell. Ja. Und dann gibt es noch das, letzter Kommentar, was ich den Umzu-Modus nenne. Den Umzu, das ist mein Begriff. Ja, der Umzu-Modus ist, wenn ich etwas tue, um was anderes zu erreichen. Ja. Also ich mache nicht was als Selbstzweck, sondern um was anderes zu tun. Das Gefühl, dass das, was ich gerade tue, ich nur so notgedrungen mache, um was anderes zu bewirken. Also zum Beispiel stehe ich morgens auf oder man steht morgens auf, um zur Arbeit zu gehen. Dann geht man zur Arbeit, um Geld zu verdienen. Und das Geld verdient man, um ein neues Auto zu kaufen. Oder um eine tolle Wohnung auszustatten mit einem großen Fernseher. Und diese Wohnung und den großen Fernseher braucht man, um sich dann abends nach der Arbeit noch eine Stunde entspannen zu können. Und so weiter. Da denkt man, ist das mein Leben? Mich abends eine Stunde vor einem großen Fernseher entspannen zu wollen, zu können? Also dieses Gefühl von alles, was ich tue, oder vieles von dem, was ich tue, mache ich nur als einen Zweck, als eine Stufe zum nächsten. Das richtige Leben kommt danach. Ja, also das finde ich ein Modus, wenn wir den bemerken, da sollten alle Alarmglocken angehen. Also das sind halt Fragen, die man sich stellen muss. Wenn ich das Gefühl habe, ich mache das nur umzu, kann ich da Lebensqualität in die Situation reinpacken? Natürlich muss ich arbeiten, um Geld zu verdienen, aber kann ich die Arbeit auch einfach auch machen, weil ich Freude an der Arbeit habe? Ja, das ist, natürlich heißt das nicht, dass es keine Kausalbeziehung gibt. Aber ich tue etwas nicht nur wegen einer kausalen Beziehung, sondern wenn ich da Auto fahre, dann fahre ich Auto. Ich versuche jedenfalls. Ja, wenn ich im Auto sitze, versuche ich nicht nur zum Ziel zu kommen, sondern ich versuche auch die Zeit, in der ich im Auto sitze, bewusst zu sein und wach zu sein und lebendig zu sein. Das ist Lebenszeit. Ja, wenn ich koche, tue ich das nicht nur, damit meine Kinder die Mahlzeit bekommen, sondern ich versuche beim Kochen präsent zu sein und ganz da zu sein. Ja, das ist etwas, was ich versuche und ich muss gestehen, es gelingt mir gar nicht immer, aber ich bemühe mich darum. Also wenn es uns gelingt, so zu leben, also eine Grundhaltung von Dankbarkeit zu entwickeln, Liebe, Wertschätzung in uns zu stärken, unser Selbstwertgefühl zu stärken, ja, Gefühl, dass ich habe Wert, ich habe Wirkung, klare, bewusste Entscheidungen zu treffen in unserem Leben, in den kleinen Dingen, aber vor allem auch in den großen Dingen. Und für Buddhisten wird das heißen, auch eine Entscheidung zu treffen zu spiritueller Entwicklung, zu spiritueller Praxis. Und wenn es mir dann noch gelingt, in vielen Situationen, ich sage jetzt nicht in jeden Situation, aber in vielen, in immer mehr Situationen unseres Lebens, wirklich wach und präsent zu sein und die als kostbare Lebenszeit zu spüren, dann kann man relativ zuversichtlich sein, dass wir unser kostbares Menschenleben ganz gut nutzen. Und ich schließe ab mit einem wunderbaren Zitat, was viele von euch kennen, was ich liebe, von einem wiederum tibetischen Lehrer aus dem 14. Jahrhundert. Der menschliche Körper in Frieden mit sich selbst ist wertvoller als der seltenste Edelstein. Schätze deinen Körper. Er gehört dir nur dieses Mal. Die menschliche Form ist schwer zu erlangen, leicht zu verlieren. Alle weltlichen Dinge sind flüchtig, wie ein Blitz am Himmel. Dieses Leben ist wie das kurze Aufspritzen eines Regentropfens, ein Ding der Schönheit. Das vergeht kaum, dass es entstanden ist. Deshalb setze dein Ziel. Nutze jeden Tag und jede Nacht, es zu erreichen.